Wenn uns das Pfingstwetter in den letzten Jahren auch oft im Stich gelassen hat, so sollte das in diesem Jahr sicherlich aufgeholt werden, mit Sonne satt und Temperaturen über 25 Grad. Die Talsperre Pöhl erlebte ihren ersten großen Besucheransturm in diesem Jahr. Und nicht nur Plauner zählten hier zu den Gästen. Die Parkplätze waren gut gefüllt und auf den Liegewiesen fand jeder das passende Plätzchen. Ausgebucht hingegen waren die Ausflugsdampfer, auf denen kaum noch ein Platz zu bekommen war. Auch die Ruderboote standen hoch im Kurs. Auch das Freibad Preiseböhl eröffnete seine Saison. Mit rund 3000 Besuchern über das Pfingstwochenende war es auch gut besucht. Die Wasserrutsche steht hierbei groß und klein hoch im Kurs und wurde auch ständig genutzt. Wobei für die Kleinen das Planschbecken allerdings interessanter war.